ist mal wieder Zeit für ein Video. Also erstens, Powerline macht Fehler bei höheren Geschwindigkeiten. Aber WLAN macht auch Fehler durch verschiedene Frequenzkanäle. Aber das macht Fehler, aber jenes macht auch Fehler. Jetzt entscheide dich, nimmst du Fehler 1 oder nimmst du Fehler 2? Man erkennt wieder ein gewisses Muster. Okay, so viel dazu. Dann, erstes Thema. Zweites Thema, Gericht, Dokumente, Mahnverfahren. Du leitest ein Mahnverfahren. Okay, dann kommt der Mahnbescheid. Beim Mahnbescheid, obwohl wir das digitale Zeitalter haben, musst du den gelben oder den blauen Schein, musst du physikalisch abschicken. Digital hat der Schein keine Wertigkeit. Du kannst digital schicken, aber die Gültigkeit ist nicht gegeben. Es muss physikalisch passieren. Dann erhältst du, ich glaube, mahnbescheidmäßig was zurück. Und dann erst ist der Mahnantrag, okay? Und ich glaube, dann kriegst du den Mahnbescheid. Und danach, dieser Mahnbescheid ist dann auch der Mahntitel, okay? Aber der Mahnbescheid ist auch der Mahnbescheid. Der Mahntitel ist der Mahntitel. Es sind zwei verschiedene Sachen, aber es ist dieselbe Sache. Okay, und das sollst du dann nicht nochmal zum Gericht schicken. Weil, wenn du das dann zum Gericht schickst, dann verfällt es. Okay? Und, wie wir alle wissen, ne, du bist 7 Jahre alt, du kommst in die erste Klasse und was lernst du da im ersten Jahr? Genau, Jura, studiummäßig, ne? Du lernst alle Gesetze. Und da kommt immer wieder dieser wunderschöne Satz, wie ein Kollege das immer gesagt hat, die haben eher den Grundwissen. Und dann habe ich gesagt, was meinst du mit Meister? Grundwissen im Sinne von, weißt du schon, was ist Grundwissen, was ist nicht Grundwissen? Theoretisch ist alles Grundwissen, theoretisch ist nichts Grundwissen. Ja, stimmt allerdings, da hast du recht. Ne? Und das ist immer irgendwie so hochmäßig, so herablassend, so. Ja, das muss man wissen, das ist Grundwissen. Fuck you, jeder soll alles wissen, oder wie? Nein, die Basics. Aber was sind die Basics? Ja, Genau. Haben wir einmal das hier, ne? Aber, ne? So ist es dann auch beim Jurastudium, ne? Wenn du lernst ja nicht wichtige Sachen in der Schule, wie du zum Beispiel, ne? Wenn sich jemand einen Euro von dir leiht, dann ist das in Deutschland legitim. Denn du als Opfer musst gefickt werden. So ist die Definition, sag ich jetzt mal, ne? Du kannst dagegen vorgehen, aber es wird sehr schmerzhaft für dich als Opfer. Okay, alles nicht weiter schlimm, aber dann fickt dich natürlich auch juristisch nochmal. Ne? Erst fickt dich der Täter und dann fickt dich nochmal vom juristischen Part so, ne? Die Seite. Und dann kommen die Argumente. Ja, aber wenn es dann mal durchgebunkert ist, nach mehreren Monaten bis Jahren, wo dann der Schriftverkehr stattfindet, wo die Deutsche Post dann auch noch Scheiße baut, dann hättest du theoretisch Anspruch, wenn du es machen würdest. Aber wir reden hier alle von Monopoly-Geld. Geld, das nicht existiert, selbst wenn du es eintreiben willst. Die, weißt du, der Gläubiger hier so, sorry, ich hab das Geld nicht. Und dann so, deutscher Staat oder was weiß ich, wie heißt Inkasso, Dings, wie heißt Räumungsleute, die dann vorbeikommen. Ach so, ja, okay. Ne? So wie im Cartoon dann. Kommt so ein dummer Charakter so, okay, dann hol ich seit morgen. Ist wieder nicht da. Tja, okay. Ne? Und das tut dann moralisch, ethnisch Werte vermitteln, dass der Täter sagt, oh Junge, ich bin mit meinem Verbrechen echt nicht davon gekommen. Das hat sich nicht gelohnt. Das mache ich nicht nochmal. Ne? Und du als Opfer sollst natürlich darüber Bescheid wissen, denn du hast in der Schule gelernt. Oh nein, warte, du hast ja Parabelgleichung gelernt und Wahrscheinlichkeit, so Dings, Radioaktivität. Ich weiß nicht, wie oft habt ihr mit radioaktiven Stoffen hantiert? Ich tue das jeden Tag, ne? Ich habe meine 50 Uran-Brennstäbe hier und da rumliegen. Ne? Das ist viel aktueller und hautnah und am Thema hier so, ne? Jeder tut doch mit Uran hantieren und so weiter. Aber sowas wie Schulden, das ist out of mind, out of space concept, das ist Quantenmechanik. Warum sollte jemanden so etwas interessieren? Ne? Also mal davon abgesehen, dass ich jetzt ja hier so auf Schulsystem per se ein bisschen zu stark rumhacke. Nee, aber auch genau dieses Jurastudiumzeug, was immer von dir erwartet wird. Ne? Und dann wirst du nochmal gefickt. Und jetzt darf ich nochmal zahlen, weil ich den Mahnbescheid, wie auch der Mahntitel war, zurückgeschickt habe zum Amtsgericht. Aber da liegt natürlich auch nichts vor, okay? Sprich, die Post weiß auch von nichts und das Gericht weiß von nichts und keiner weiß von nichts. Und ich muss eine eigene staatliche Erklärung abgeben, denn ich bin ja das Opfer, ist wieder klar. Und eines kristallisiert sich heraus aus jedem Amt, egal welche Fachabteilung, egal welche Richtung, egal ob Steuern oder Versicherung oder Schutz oder Erklärung oder Dokumentierung oder Beweislage oder Vollmacht. Eines kristallisiert sich immer heraus.
Das Amt möchte alles, aber es kann nichts. Okay? Ich selbst habe ein Dokument erstellt und es aus Versehen zerschreddert mehr oder minder, digital, wenn man so will. Und dann habe ich gesagt, kann es mir zugeschickt werden. Nochmal. Ne? Meine eigene Kopie, die ich mehrfach versendet habe an euch. Und da hieß es, nein, das geht leider nicht. Und da stellt sich es wieder raus. Ne? Die mehreren Milliarden Euro, die reinfließen an Steuergeld, und hier jeder zahlt mehr oder minder, ne? Die kristallisieren sich und sammeln sich. Mit gesamter Kraft aller Ente heißt es dann, das können wir nicht. Gugu, Gaga, Schubi, Blabba, Abia. Obwohl wir so inkompetent sind, ist uns auf Gefallen, wenn es darum geht, dass du viel zahlen musst, dann können wir auf einmal alles genau berechnen. Es wirkt leicht schizophren. Und dann kommt natürlich das, dass du dann als Bürger, je nachdem, verdrossen bist. Einen gewissen Zorn hegst. Und dann sagst du, irgendwie ist das eine kleine Clownshow. Und dann züchtest du natürlich als Staat die ultimativen Wutbürger. Der Staat sät. Und dann wachsen die und gedeihen die. Und dann erntet der Staat. Bürgerausweis statt dem Personalausweis. Und dann sagen die, wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen? Wir haben viele Jahrzehnte falsch gehandelt. Und wir haben unser falsches Handeln übermittelt auf die Personen in unserer Umgebung. Aber wie kommt es, dass wir ernten, was wir sehen? Wie kommt es, dass unsere negative Aktion eine negative Reaktion hervorruft? Es ist seltsam. Wir können nichts dafür. Und hier kommt wieder der Aspekt der Ignoranz und des Nichtkönnens. Man kann sich natürlich nicht an die eigenen Gräueltaten erinnern. In jeglicher Form. Ich meine, es ist nicht nur von Menschenverachtung, sondern also auch von Kleinigkeiten. Wenn es dann wieder darum geht, zum Beispiel, geh mal in irgendein Amt rein und sag, könnte ich, weißt du, irgendein Dreckspapier, irgendein Fake-Papier, nimm dir ein Karo-Papier, okay, schreib Hallo drauf. Ne? Geh in ein Amt rein und sag, kann ich das kopiert haben? Es geht nicht, weil Datenschutz, Datensicherheitsgrundverordnung, sie könnten uns hacken, weil wir haben schon mal Robocop gesehen und da fliegen Autos herum. Das ist krass. Da habt ihr recht, Leute, ne? Ab und zu fliegen Autos und deswegen kann man gehackt werden. Ne? Da stimme ich euch zu. Da müsst ihr euch verteidigen. Und ich sag's mal so, der eine oder andere gedenkt an diesem Punkt dann Selbstjustiz zu verüben. Und ich denke mir dann, als hypothetischer, externer, Drittperspektivenwinkelbeobachter, ja, ich kann mich in diesen Charakter hineinversetzen, okay? Das heißt nicht, hier möchte ich nochmal juristisch formulieren, dass ich in so etwas positiv partizipiere. Ich sage bloß, aus der Beobachterperspektive stimme ich dem voll und ganz zu. Und da habt ihr another thing coming, wenn man so will. Oder? Und genau, das ist soweit alles von der Seele geredet, diesbezüglich dem Punkt. Und dann kommen wir noch zum Aspekt, das ist auch, was mir und anderen aufgefallen ist, möchte ich auch noch anschreiben, es geht so indirekt in die Kategorie. Das ist auch immer mit diesen Kompetenz und Inkompetenz, okay? Lustiger Aspekt zum Beispiel Fahreignung, okay? Je nachdem. Du musst dir das so vorstellen, okay? Du kommst so als Spartaner auf die Welt. So wie in diesen 300, meine Frau, die Spartaner und ich, okay? Du wächst als Baby in der Wildnis auf und musst gegen Säbelzahntiger kämpfen. Und wenn du dich gegen 5000 Babys behaupten kannst im Sperrkampf, ne? Und du als Baby mit Bart herauskommst, dann darfst du das göttliche Vergnügen genießen, deine Fahrlizenz mit dir zu führen. Denn du brauchst die Sinne des, was spielt Brad Pitt? Gibt's die mit scharfen Augen, Dingsel, und Sehnen, ne? Achilles, genau, Achillesferse. Genau. Und du brauchst seine Sehnen, seine Reflexe, du brauchst die athletische Finesse, um mit dem Straßenverkehr gerechtfertigt hier konfrontiert sein zu können, ne? Erst wenn deine Sinne geschält sind, nach 10 Stunden Fitnessstudio, du brauchst Bogenschießen, du brauchst Gewehrkunde, du brauchst Leichtathletik, du brauchst dies, jenes, sowas, du musst hier, ne, dreifache Rückwärtsseite machen können, du musst hier Triathlon bestehen, um körperlich vorbereitet zu sein, ein motorisiertes Kraftfahrzeug führen zu können, denn erst mit diesen gestellten Sinnen nimmst du dich und deine Umgebung wahr und kannst rational innerhalb von Bruchsekunden teilen, den Verkehrsfluss rational
vorkalkulieren und sämtliche Gefahrensituationen vermeiden, damit es in 27 Milliarden Jahren eventuell zu einem vierten Unfall kommen kann und solche Statistiken für Verkehrsunfälle heruntergebracht sind und wir alle super gut und scharfsinnig sind. Und deswegen wird das alles gefordert und benötigt, okay? Das ist noch ein halber Unterpunkt. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo dann, und damit wir die Bevölkerung schützen vor sich selbst, weil wir leider nicht solche Hyperadonisse sind, verteilt die Regierung und Ärzte und sämtliche Leute, die du den komisch anschaust. Weißt du, du sprichst mit irgendjemandem auf der Dinnerparty und dann sagst du, ja, 1975, da habe ich mal jemanden gesehen, der gekokst hat. Und dann ist da ein Polizist oder ein Doktor im Raum und dann sagt er, wow, warte mal. Ich habe ja gar kein Privatleben und alle Leute in meiner Umgebung hassen mich. Wie wär's, wenn ich das sofort an sämtliche Behörden verpetze? Okay. Ja, perfekt. Dann habe ich es verpetzt. Und dann kommen jemand dann sämtliche, was weiß ich, polizeiliche, richterliche, amterliche, ämterliche, doktorartige Beschlüsse. Sie sind ungeeignet, ein Kraftfahrzeug zu führen, denn sie gefährden andere Menschen, weil sie schon mal wissen, wie man das Wort Drogen schreibt oder sowas, ne? Genau, okay? Und dann hier so, wir haben folgende Diagnose für Sie. Sie sind suizidal, sie sind depressiv, sie sind manisch, sie sind psychopathisch, sie sind apathisch, sie, keine Ahnung, neurodivergent, bla bla bla, ADHS, 70 Millionen Diagnosen, warten Sie, wir haben noch, fragen wir kurz auf ChatGPT nach neuen Krankheiten. Aber, genau, dann fällt dem Staat wieder ein, er müsste für ChatGPT 4.0 für einen Gratismonat für doppelt so viele Prompts 20 Euro zahlen. Das hat der Staat nicht, weil er irgendwann mehrere Millionen hat und Milliarden. Ne? Scheiße, jetzt müssen wir einen Tag warten für gute generierte Krankheiten. Aber dann greifen die halt dann noch, keine Ahnung, ins DSMV 6.0, 7.0. Ne? Und da finden die nochmal 100 Krankheiten. Sie haben jenes, sie haben sowas. Ne? Herzlichen Glückwunsch, alle sind psychisch krank. Keiner kann Auto fahren. Ne? Oder allgemein betrachtet. Und wir brauchen von jedem nonstop Blutbilder. Und jeder ist ein Hardcore-Junkie. Und jeder ist schwer psychisch krank. Genau. Und keiner kann mehr normal funktionieren. Und was ist dann die Lösung der Ärzte und Psychologen und Richter und Doktoren? Was macht man, wenn Leute nicht so parieren? Es ist halt wie ein Pink Floyd. Du kannst keinen Pudding haben, wenn du nicht dein Meat oder deine Suppe isst. Aber du musst die Suppe essen, um den Pudding zu essen. Aber du musst den Pudding essen, um die Suppe zu essen. Aber du musst nicht. Ne? Das ist immer das Paradoxon. Und weil von staatlicher Seite der Apparatus sich selbst lähmt und du dafür verantwortlich bist, werden dir dann diese Auflagen gesetzt, dass du in sämtlicher Art und Weise nonstop, damit du nicht drogensüchtig wirst, geben wir dir Hardcore-Drogen, die dich zu einem Stück Gemüse machen, wo du sabberst, wo du dich einscheißt, wo du fett wirst, wo du krank wirst, wo du Schlaganfälle bekommst, wo du ins Wachkoma kommst. Das machen wir doch nur, um dich zu schützen, Mann. Wir müssen dich töten, um dich zu schützen. Aber wenn du dich tötest, Dann ist das falsch, weil du bist Staatseigentum. Aber es gibt kein Staatseigentum und wir sind keine Nazis, aber irgendwie. Ne? Und währenddessen, wie wär's, wenn wir dir noch mehr Drogen geben? Aber es sind staatliche Drogen, Staatsdroge. Cool. Staatsdroge ist keine Droge, das wissen die wenigsten. Ne? Und deswegen, wir müssen alle unter Drogen sitzen. Gut, wir nehmen noch mehr Drogen. Ne? Und das darf niemals ein Staat sein, weil der Staat hört es nicht. Der hört natürlich nur weißes Rauschen. Aber so viel dazu. Der Schizotalk, mein Schizotalk ist an der Stelle vorbei. Ich habe heute über das von der Seele geredet. Das sind so die zwei, drei Punkte, die in den letzten zwei, drei Tagen so ein bisschen im Kopf rumgeschwitzt sind. Ich habe dir zu Freestyle, ich habe das immer kurz runtergerastet. Eigentlich wollte ich mit ChatGPT so ein bisschen so Skriptvorläufe, aber dann dachte ich noch mal ein paar Schritte. Ne? So noch eine Wohnung, warum nicht? Und jetzt habe ich den Scheiß auch ballastmäßig von der Seele geredet. Jawollo, ja tollo. Also, bye bye.